Herzlich willkommen zurück bei Coventry City und unserem Spielstand hier im FM23. Ihr seid zurück bei Let's Splinter. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute besteht bei mir die Schwierigkeit, ich schaue Bayern gegen die Leipziger und nehme parallel dazu auf. Es kommt momentan ziemlich viel Fußball, während ich aufnehme. Es ist ein bisschen kompliziert für mich. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf meine Aufgabe des Multitaskens. Und übrigens darüber, dass ihr wie immer einschaltet. Ganz, ganz herzlich willkommen zurück hier in der Premier League. Und ihr seht, die letzten zwei Spiele, Leeds und Burnley, waren eine Enttäuschung für uns. Die Endergebnisse waren schon nach 45 Minuten bekannt, 0-1, 0-2, und wir sind ohne Tor die letzten 180 Minuten vom Feld gegangen. Das muss sich dringend wieder ändern. Erste Chance, die wir haben, ist gegen Everton. Und Everton, wir sehen es ganz oben rechts in der Tabelle, wir stehen immerhin beachtlich auf Rang 12, sind ein Punkt hinter uns auf Rang 14, also ein direktes Nachbarschaftsduell in der Tabelle, weshalb wir dringend, dringend 3 Punkte haben wollen, vor allen Dingen, weil wir ein Heimspiel haben. Es wäre ein großer Traum von mir, bevor es in den FA Cup gegen Sunderland geht. Auch ein Heimspiel, das heißt, wir haben relativ wenig Reisestress die nächsten Tage, auch vor dem Hintergrund, dass zwischen Everton und Sunderland eine Länderspielpause steckt. Und dann kommt es aber knüppeldick, Wolverhampton Wanderers auswärts und dann der FC Liverpool zu Gast. Und ich glaube, dass all das in dieser Folge Platz finden wird. Die Wolves auf Platz 5, punktgleich mit Liverpool, die einen Champions-League-Platz hier ganz oben bekleiden. Schwere Spiele stehen an, nichts ist leicht in dieser ersten Premier League-Saison für Coventry City mit Let's Splinter, aber wir steigen trotzdem ein und wie immer freue ich mich, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. Ja, und das zeigt sich letzten Endes auch in diesem Vorschaubildschirm. Ihr seht, Everton, die Saison eine Katastrophe, wohingegen wir richtig gut dastehen mit 5 von 5 Sternen bei Tabellenplatz 12. Das sehe ich sehr ähnlich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, und die Form bei Everton katastrophal, das müssen wir ausnutzen. Wir haben das Heimspiel vor der Brust und wollen hier was mitnehmen. Schauen wir in die Mannschaftsaufstellung und schauen wir, mit wem wir in diese Partie gehen. Boah, aber da kommt hier erschreckende Nachricht rein. Sinkgraven ist verletzt mit einem Sehnenanriss und der dauert mal locker bis kurz vor Weihnachten. 18. Dezember kommt er erst zurück. Das sind nur noch knackige 6 Wochen. Boah, und das ist bitter. Links unser Verteidiger fällt aus, unser Stammverteidiger. Wir haben Optionen mit Sanchez und Bidwell. Ist tatsächlich die Frage, wen wir jetzt hier entsprechend heute ins kalte Nass werfen. Bidwell geht lange Wege und ist insofern ein bisschen anderer Spielertyp als Sinkgraven. Wohingegen Manu Sanchez die Linie hält. Schön. Lange Wege oder Linie halten. Glaube ich, gehe aber mit dem Routinier Bidwell. Weil es ein extrem wichtiges Spiel einfach ist, auch gegen Everton jetzt hier. Wir wollen 3 Punkte. Und vertrauen somit auf den Linksverteidiger aus unserer Aufstiegssaison, auf Jake Bidwell. Ansonsten sieht das alles sehr gut aus. Tiggis ist richtig gut in Form. Und ich glaube, ihn tatsächlich für Gordon mitzunehmen in die Partie. Ja, hoffen wir da einfach ein bisschen was. Wir werden mit 2 Stürmern agieren. Und bekommen noch einen Formpunkt von ihm raus. Wir wollen mit 2 Stürmern agieren, nicht im 4-5-1. Dafür ist Everton einfach momentan zu schwach drauf. Wir wollen schon ein bisschen Druck aufbauen. Und dann denke ich, können wir so in die Partie starten. Und dann wollen wir mal rein. Ausrichtung ist klar, wir werden nicht verlieren. Ich hoffe, dass die Aussage nicht nach hinten zurückgefeuert kommt. Rein in diesen Spieltag gegen Everton. Rein ins Nachbarschaftsduell. Ich will 3 Punkte. Und noch mehr bringt uns ein Stück weit nach vorne. 1-0 in der 5. Minute. Daniel, was mit der Vorlage? Geil. Mit der ersten Chance tatsächlich. Oh, und dann Everton. Riesending. Auf dem Schlappen hier nach einer knappen Viertelstunde. Wir haben Glück, dass es nicht zum Ausgleich kommt. Oh, und jetzt haben wir das Hintertreffen. Everton macht deutlich mehr. Zeigen sich nicht geschockt vom Rückstand. Aber wir haben die nächste Riesenchance. Nach einer halben Stunde machen leider das 2-0 nicht. Und dann ist Halbzeit. Richtig guter Start hier. 5 Minuten waren gespielt, da sind wir schon in Führung. Und Bidwell, wow, guckt euch das an, 1,5. Liefert richtig ab, nachdem er hier reingeworfen wird. Insofern lassen wir die Mannschaft erstmal natürlich unverändert. Und das sieht sehr gut aus. Wir motivieren hier Gyökeres und Tiggis. Außerdem am Meer, obwohl er das Tor gemacht hat, interessanterweise. Was loben wir für ein gutes Spiel? Und natürlich Jake Bidwell. Auch Finn Dahmen, eigentlich ein Lob verdient, habe ich hier versäumt. Und dann rein in die 2. Halbzeit. Wie geht's jetzt weiter? Ruiz spielt's nicht gut. Wir bringen Malik Chor hinten in der Abwehr. Bidwell lässt ein bisschen nach, kein Problem. Van Ewijk mit einer 1,5, richtig gut. Und ich glaube, wir bringen Gordon für Tiggis, der sich hier aufgewühlt hat. Haben sofort eine Chance. Rudi kommt für Becker. Pure Erfahrung jetzt hier im zentralen Mittelfeld. Und Amer hinten dran, der Torschütze zum 1-0. Können wir das hier über die Zeit retten? 1-0, knapp. Aber verdient in meinen Augen. Zeitspiel rein, Konter ist drin. Stehen jetzt einen Ticken tiefer. Bringen Samsted für Van Ewijk, der richtig gut gespielt hat.
Oh, und da ist nochmal eine Riesenchance für Everton zum Ausgleich. Aber Gyökeres im Gegenzug mit dem 2:0, das ist das Siegtor. Da lege ich mich fest, wieder Daniel, was die Vorlage. Und dann ist das Spiel aus. Gyökeres und Hammer machen uns hier zum Sieger im Nachbarschaftsduell gegen Everton. Doppelvorlagengeber, Daniel, was? Was eine geile Nummer von ihm. Und das buxiert uns mal locker wieder auf Rang 10. Und das ist so angenehm, weil es einfach nach unten 7 Punkte sind zu Southampton. Und wir in den letzten 5 Spielen 3-mal gewonnen haben. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt können gerne Wolverhampton oder die Wolverhampton Wanderers, die nur 6 Punkte im Übrigen über uns sind, kommen. Liverpool orientiert sich nach 3 Siegen am Stück klar nach oben. Sehen im Übrigen hier das 3-1 von City bei Arsenal. Chelsea gewinnt 2-0 bei Leicester. Und Liverpool 4-0 in einem Kracherduell gegen Tottenham Hotspur. 3 Tore Darwin Núñez. Und da meldet sich tatsächlich auch der Vorstand, auch zu Recht, und freut sich über die Arbeit von uns. Rang 10 ist mehr, als wir uns erhofft hatten. Und so lässt sich's ganz gut. Ihr seht das oben in die Länderspielpause gehen. Ich werde mich da ein bisschen in Ruhe umgucken mit der Mannschaft, meld mich dann wieder zurück. Wir sind in Form, wir spielen eine Riesensaison und wir haben ein Heimspiel im FA Cup gegen Sunderland. Sunderland till we die. Was für eine Partie für uns. Eine Riesenchance, eine Runde weiterzukommen, muss man so ganz ehrlich sagen. Schulde ich gerade ab, was so ein bisschen zwischen den Spielen und in der Länderspielpause passiert ist. Svedberg war kurz verletzt, Muskelzerrung hier, ihr seht das, ist aber wieder fit, war nichts Langes. Finn Dahmen und Simon Moore, unsere beiden Keeper, vertragen sich wieder, nachdem Simon Moore auf Dahmen zugegangen ist. Freut mich insbesondere für die Teamdynamik, richtig gut. Ansonsten haben wir ein paar Stürmer gescoutet. Ja, und fürs Spiel hier im FA Cup tauschen wir ein bisschen was. Wir spielen mit Godden und Tigges vorne drin. Schon Gyökeres, ihr seht es an der Frische auf der Auswechselbank. Der hat in der Länderspielpause 2-mal durchgespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Insofern versuchen wir ihn hier einfach mal zu schonen. Haben richtig viele Leute gut in Form, wechseln trotzdem ein paar Mal aus. Van Ewijk geht raus. Und auch Chor, wobei Chor könnte spielen, denke ich mir mal gerade, für Ruiz. Ja, das werden wir tun. Das ist der nächste Wechsel. Wir werden Manu Sanchez auf links bringen, Samsted auf rechts bringen. Wir spielen mit Tigges und Godden vorne drin. Ja, und dann Shaw hinten mit Boateng. Einwandfrei. Ich denke, das ist eine gute Aufstellung und ich hoffe, wir können hier die nächste Runde erreichen. Hören die Ansage, wie ihr es hier seht. Wir schaffen die nächste Runde. Das ist die Hoffnung ab in den FA Cup. Und ab in dieses wichtige Spiel. Wieder zu Hause. Erste Chancen gehen an uns. Sieht sehr gut aus, Sunderland hat nichts von der Partie. Scheinen also gut Druck aufbauen zu können. Lassen aber den durchschlagenden, den Satz kann ich leider nicht zu Ende bringen, es passiert zu viel in München. Godden trifft aber in der 40. zum 1:0. Ich sagte ja, das Multitasken, entschuldigt das. Kümmern wir also uns um unser Spiel. 1:0 zur Pause, Godden trifft, super. Das ist also schon mal aufgegangen, obwohl Tigges wieder nicht die ganz gute Figur hier abgibt. Aber wir führen 1-0, das ist ein gutes Pausenergebnis. Wir haben Möglichkeiten zu wechseln. Svedberg übrigens mit von der Partie, respektive auf der Bank. Sehen Chor, der das gut macht, mit Boateng zusammen. Freut mich richtig. Sanchez motivieren wir, nutzt seine Chance nicht und Amer macht eine gute Partie. Gehen rein in die zweite Hälfte und gucken hier bitte, dass wir relativ schnell ein zweites nachlegen. Sunderland kommt zu einer ersten Chance. Knappe Stunde jetzt rum, sind gut am Drücker. Und bringen Bidwill, außerdem Van Ewijk, der natürlich richtig gut in Form ist. Doppelwechsel, haben aber nur noch einen, wir sollten drauf achten. Wird sicherlich für einen Sturm dann drauf gehen. Nächste Chance für uns. Riesending, wir machen nicht das 2-0. Rächt sich das. Sunderland eigentlich nicht in der Partie, jetzt aber mit ersten kleineren Chancen. Ja, wir nehmen Tigges raus und bringen Ruiz hinten noch mit rein. Geben hier also alles jetzt für den Pokalsieg. Respektive den Einzug in die nächste Runde natürlich. Nächste Chancen. 75 Minuten gespielt. Wir machen nicht das zweite. Ich wiederhole, rächt sich das. Sunderland drückt jetzt auf einmal. Und da ist das 1:1. Jack Clark, ich raste aus. Und damit ist Schluss. Das ist das Allerschlimmste, denn damit gibt es ein Rückspiel. 1:1. Und das richtig spät hinten raus. In der 84. macht Clark hier ein Rückspiel in Sunderland, klar. Das ist überraschend und für uns richtig bitter.
Ja, witzigerweise steht hier, das Team ist sehr enttäuscht. Ich lese das einmal vor, da ist so viel falsch dran. Trotz der Ankündigung, auf jeden Fall weiterzukommen, ist das Team ausgeschieden. Naja, das stimmt ja nun mal nicht, oder? Und daher sehr enttäuscht. Das Ausscheiden ist schlecht für die Moral und das Vertrauen der Spieler. Ja, Prost Mahlzeit also. Richtig tolles Gegentor, so oder so, weil es hier auch falsch interpretiert wird vom Spiel, von der Spielmechanik. Ansprache fehlgeschlagen. Verletzungen, Eihahn noch 13 Tage raus, Sinkgraven noch 4 Wochen verletzt. Wir gucken auf die Mannschaft. Wow, Ruiz, Gude und Svedberg, ja, die sind richtig bedient. Und dann ist es tatsächlich ein Derby. 45 Kilometer liegen zwischen Wolverhampton und Coventry. Und wenn wir da Aktien haben wollen, gegen eine Mannschaft, die nach oben schielt, dann müssen wir auswärts natürlich jetzt wieder etwas defensiver agieren und vor allen Dingen uns schnell von dem 1-1 schütteln, das wir hier im FA Cup erzielt haben. Chelsea-Tottenham ist das Topspiel. Und wir sehen zumindest, dass Ruiz sich wieder ein bisschen gefangen hat. Versuchen sofort mit ihm zu sprechen. Oh, verliert 2 Moralpunkte wegen unserer Ansage und ist wieder schlecht gelaunt. Ja, super. Es lief richtig gut. Van Ewijk ist ja Wahnsinn. 77er Stärke. Richtig guter Transfer, muss ich sagen. Und zu allem Überfluss hat Gyökeres eine Mittelohrentzündung. Damit geht Godden alleine in die Partie. Ist Gott sei Dank riesig in Form. Das rettet uns so ein bisschen. Außerdem 5 Moralpunkte für ihn hinzu. Wir spielen im 4-5-1. Tja, und dann ist es wichtig, dass wir in der Kabine jetzt natürlich die richtigen Worte finden. Wir können das gewinnen, schwierig. Das Leben schwer machen ist schon wieder besser. Und wir gehen in die Partie und hoffen hier, tatsächlich irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Das ist das Mindeste. Aber die Wolves kommen richtig gut aus der Kabine. 13. Spieltag. Wir haben unsere ersten Chancen auch nach 5 Minuten. Wichtig für die Moral. Und Finn Becker macht das 1-0 nach 10 Minuten für uns. Was ist da denn los? Ausgezeichnet, wir können die Taktik sofort anpassen und auf die Konter gehen. Ah, Wolverhampton drängt jetzt hier auf den Ausgleich nach einer halben Stunde. Becker holt sich gelb ab. Aber es ist alles gut, wir gehen mit einem überraschenden 1-0 in die Pause. Durch das Tor unseres zentralen Mittelfeldspielers. Freue mich sehr darüber. Sehen einen sehr starken Bidwill, das freut mich. Tja, noch so eine Halbzeit und wir können definitiv stolz sein, ganz klar. Loben Finn Becker für sein Tor. Malik Chor mit einer 1,5 Bidwill, richtig gut. Boateng, stark, der Routinier. Und Callum O'Hare, da muss ein bisschen mehr kommen. Kommt mir insgesamt zu wenig auch momentan in der Gesamtsaison. 2. Halbzeit, weiter geht's. Ah, da ist He-Chan mit dem 1-1 nach 50 Minuten. Becker spielt zu gut. Ich will ihn eigentlich auswechseln wegen der Gelben. Haben die Option aber noch und lassen das erstmal alles so. Gucken jetzt erstmal, wie die Partie weiter verläuft. Die Wolves wechseln nach einer Stunde. Mehrfach. 1-1. Bis spät hier in die 73. Und jetzt können wir Rudi für mehr bringen, der ein bisschen abbaut. Svedberg war eine Option. Und Tigges hier. Ah, noch nicht. Noch nicht. 10 Minuten jetzt noch. Stindl kommt für O'Hare. Und Svedberg für den gelb vorbelasteten Becker. Darüber hinaus Tigges. Wir wechseln jetzt richtig oft hier hinten raus. Und haben immer noch einen Wechsel übrig, den wir für Sanchez aufbringen können. Und reißt uns das jetzt hier ein Loch in unsere Eingespieltheit? Fast das 2-1 der Wanderers. Und dann ist Schluss. Wir erkämpfen uns einen Punkt im Derby. Richtig stark. Finn Becker früh mit dem 1-0. Stürmer Hwang He-Chan macht das 1-1. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Spielten hier gegen 4-1-4-1-System. Verlieren tatsächlich 2 Plätze, aber auch nur, weil es da relativ eng zugeht. Und Brighton sowie Aston Villa die Spiele jeweils gewinnen. City 3-0 gegen West Ham, Liverpool 2-1 gegen Southampton. Aber wir sind 8 Punkte vor der Abstiegszone. Und haben nun das richtig schwere Spiel gegen den FC Liverpool vor der Brust. Und ich hatte es angekündigt und ich mache es auch wahr, wir werden das in dieser Folge noch abhandeln. Liverpool zu Gast bei uns. Heimspiel. Aber die sind richtig am Laufen. 4 Siege in Folge nach einem schwachen Saisonstart. Sind die nun fast ganz oben angekommen. Chelsea verliert auch sein Spiel. Zu Hause gegen Tottenham mit 1-0. Bekommen die Info, dass Boateng Integrationsprobleme hat. Erstens, wir haben so viele deutsche Spieler da. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Zweitens, ich sehe hier gar nichts, was wir tun können. Habt ihr einen Tipp für mich? Gerne in die Kommentare schreiben. Englisch sollte er mindestens seit seiner Zeit bei Manchester City perfekt können oder ausreichend beherrschen. Ich sehe hier wirklich keine Problematik, warum die Nachricht hier reinkommt während der Woche.
Die beste Nachricht habe ich schon gesehen, bevor ich euch hier in dieses Spiel oder in diesen Spieltag einlade. Gyökeres ist wieder fit. Das ist sehr, sehr wichtig, denn natürlich werden wir im bekannten 5-4-1-System gegen Liverpool agieren, die eine Übermacht sind. Und wir haben es aber ganz klar selbst in der Hand, was wir aus dieser Partie hier machen. Der FC Liverpool, Tabellenzweiter zu Gast bei Coventry City und den Sky Blues. Was für ein Spiel für uns. Wie wichtig wäre hier tatsächlich irgendwas Zählbares mitzunehmen? Nicht, weil wir es ja benötigen, sondern weil es nicht erwartet käme oder wäre. Und der richtige Skandal ist, dass Leeds gegen Manchester City das Topspiel sein soll. Spaß beiseite. Wir gucken uns die Mannschaft an und sehen die Möglichkeit, Gyökeres jetzt hier wieder reinzubringen. Werden Tigges ganz rausnehmen. Gordon immer noch gut in Form, aber ein Gyökeres vorne drin ist besser als kein Gyökeres vorne drin. Und ansonsten natürlich mit der vollen Kapelle. Könnten Rudi hier noch für Becker bringen und tatsächlich einen Bus parken? Warum eigentlich nicht? Wir spielen das mal ganz, ganz merkwürdig. Ihr seht das hier. Zwar schon im 5-4-1 Grundsystem, aber mit zwei defensiven Mittelfeldspielern noch davor. Liverpool soll es wahrlich schwer haben, hier durchzukommen. Das heißt, ich muss die Laufwege noch ein bisschen anpassen. Ihr seht aber, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Und dann wollen wir mal in den Spieltag rein. Bin echt extrem gespannt, wie diese Taktik aufgehen mag. Es ist das Topspiel, von dem wir in dieser Folge die ganze Zeit schon schwärmen. Es ist der FC Liverpool, der zu Gast ist in der Building Society Arena. Wir holen mindestens ein Unentschieden. Nein, wir wollen um jeden Ball kämpfen. Wir wollen ein akzeptables Ergebnis. Und wir wollen die nächsten Punkte gegen den Abstieg sammeln. Vielleicht klappt es gegen Liverpool. Schauen wir es uns an. 14. Spieltag, los geht's. Was eine Ehre, gegen Liverpool ran zu müssen. Wir kommen früh mit den ersten guten Chancen. Natürlich kommen sie das. Und Gyökeres macht das 1-0. Daniel, was ist der Vorlagengeber? Oh mein Gott, geht unsere Taktik etwa auf? Liverpool kaum geschockt, versucht sofort wieder Druck aufzubauen. Aber 8 Minuten gespielt und Gyökeres lässt unsere Mannen hier toben, bevor Diogo Jota das 1-1 nach einer halben Stunde macht. Da ist wieder alles beim Alten. Aber wir haben unsere Chancen. Aber Darwin Núñez, kurz vor der Pause der Rückstand, 1-2. Oh, Malik Chow, grottenschlecht. Ah, vielleicht muss man ihn dann tatsächlich in der Halbzeitpause erlösen. Die jetzt da ist. Tja, wir können und müssen es natürlich irgendwie anders gestalten. 4-4-2 wäre okay. Damit würde Ruiz hinten reingehen. Chow geht raus und damit kommt Gordon selbstverständlich vorne rein. Bringen Becker jetzt. Liverpool hat die Chancen, auf 3-1 zu erhöhen, macht's aber hier noch nicht. Und wir kommen zurück. Es geht hin und her. Knappe Stunde ist gespielt. Können wir nochmal zurückschlagen und hier... Oh nein, Diogo Jota mit dem 1-3. Stindl für O'Hare, der einigermaßen okay spielt, aber ansonsten leider nicht viel zeigt. Auch momentan keine Assists holt und ähnliches. Werfen hier nochmal die letzte Viertelstunde alles rein. Und treffen auf Mo Salah und das 1-4. Es ist leider die Klatsche. Denn Fabinho erhöht kurz vor Abpfiff auf 5-1 für die Gäste. Und damit endet dieser Spieltag und dieses Erlebnis gegen Liverpool leider am Ende dann doch relativ deutlich. Schade drum. Das 1-0 hat natürlich das ganze Stadion beben lassen. Hat aber nicht lange Bestand gehabt. Darwin Núñez war früh mit dem Tor da. Salah hat getroffen und Assist beigesteuert. Trent Alexander-Arnold hat assistiert. Ja, und Diogo Jota natürlich eigentlich bester Mann hier mit 2 Toren. Starke Phase von Liverpool, die sich nicht an die Tabellenspitze schieben können. Trotzdem 5. Sieg in Folge. Das muss man natürlich neidlos anerkennen. Wir rangieren weiterhin auf Rang 12 und das ist mehr als ordentlich. Es sind 7 Punkte nach unten. Southampton hat unentschieden gespielt zu Hause gegen Crystal Palace. Das nächste Spiel gegen Fulham ist dann aber auch wieder ein Spiel, an dem wir uns aufrichten müssen. Es ist ein Spiel gegen den Tabellen 19., wo wir ganz, ganz deutlich sagen können, mit unten und in den Tabellenabstiegsrängen wollen wir weiterhin nichts zu tun haben. Danach geht's gegen Brighton Hove. Die sind auf Rang 10. Und dann geht's zum Tabellenführer, zum FC Chelsea. Und das sind die nächsten 3 Spiele in der Liga. Ich würde behaupten, es bleibt spannend. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Alles ist okay. Wir sammeln unsere Siege, wenn auch in den letzten 5 Spielen ehrlicherweise nicht ganz so viele. Aber
wir feiern sie. Immer mal wieder. Und insofern sind wir auf einem guten Weg mit Coventry City, den Sky Blues. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge bei Let's Splinter FM23 und den Sky Blues. Macht's gut. Ciao, ciao.